Shabba! komm zurück. Ah, musstest du mit dem Shabba anfangen, oh Gott. Ja, ihr merkt, dass die Parts penetrant auf 15 Minuten immer darunter liegen. Bis auf einige Ausnahmen. Das Ding ist nämlich, wir haben das halt schon so aufgenommen, dass wir, als wir noch das 15-Minuten-Limit hatten und entsprechend immer vorher aufgehört, dass wir das nicht überschreiten. Aber es sind einige Parts, wo wir halt das Zeitlimit vergessen haben und dann zum Beispiel mal zwei oder drei Parts am Stück aufgenommen haben, die ich dann schneiden musste. Und weil wir das Zeitlimit mittlerweile nicht mehr haben, habe ich die dann so geschnitten, dass das optisch ganz gut hinhaut. Schon mal als kleine Vorwarnung. Also die Parts werden immer so zwischen 10 und 16, 17 Minuten lang sein. Okay, aber das ist ja eine angenehme Länge. Ja. Ach, es ist so ungewohnt, wieder jetzt bei dem Spiel drin zu sein. Ja, ja. Ich war auch ein bisschen verwirrt, dass wir jetzt irgendwie im vierten Part sind. Ich hatte irgendwie vom Kopf her, ich weiß, ich dachte, wir wären weiter gewesen. Nee, nee. Wir haben noch sehr, sehr viel vor uns. Also das Ding ist insgesamt 48 Parts lang. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Vielleicht war das auch ein Wunschdenken, dass wir schon weiter sind. Du willst es auch hinter dir haben. Ja, wobei, ich finde das eigentlich ganz cool. Vor allen Dingen, weil ich jetzt halt nochmal auf beide Bildschirme achten kann. Und es ist dann auch einfacher, dann wirklich sich mal beides so anzugucken. Weil wenn du im Spiel drin bist, kannst du dich halt wirklich nur auf deinen kleinen Bildschirm konzentrieren. Ja, ja. Und jetzt habe ich aber wirklich halt beides mal so ein bisschen im Blick. Ja, und man kann mal gucken, wo man was falsch gemacht hat und ja. Lektion daraus. Und von der Inszenierung her ist das ja schon ein geiles Spiel, das muss man ja schon sagen. Also was hier an Action gemacht wird, ist ja schon cool. Ja, das ist halt das Ding. Ich habe Part 2 Survival Horror genannt und das Survival entsprechend in Anführungszeichen gesetzt. Weil das halt wirklich zu sehr Action ist mittlerweile. Das ist halt das, was mir nicht gefällt, weil ich finde nach wie vor, dass die Steuerung halt überhaupt nicht auf das Action-Gameplay ausgelegt ist. Ja, nur gerade ich habe jetzt auf meinen Bildschirm eben geguckt und wenn ich da so lang laufe, das wirkt alles immer sehr steif vom Laufen, vom Bewegen her. Ja, und wie du dich drehst, genau. Wie langsam das Tempo ist und alles. Also das ist halt einfach überhaupt nicht darauf ausgelegt, finde ich. Ja. So bei Chris kann man vielleicht sagen, okay, das ist so ein laufender Schrank, das ist so ein Muskelpaket, vielleicht ist er so ein bisschen steifer, was so die Bewegungen angeht. Aber dann gerade so, dass der Shabba ja dann auch so steif ist von dem ganzen Bewegungsmuster her, das wirkt doch sehr eigenartig. Ja. Wir sind gerade bei Resident Evil. Ich stand gestern vor dem Blu-ray-Regal im Saturn. Oh Gott. Und die hatten für 10 Euro eine Blu-ray, wo die beiden Animationsfilme drauf sind. Ah, die Animationen, die sind ja okay. Und ich stand ganz kurz davor, mir die zu schnappen, weil ja Leon in diesen im Vordergrund steht und ich mit 4 und der Kampagne von 6 eigentlich gut warm geworden bin mit Leon. Aber ich meine mich daran zu erinnern, dass die Filme zwar besser sind als die Realverfilmung, aber das auch nicht so viel bedeutet in diesem Kontext, sondern dass es dass es kein Must-See ist, auch für, ja, vor allem wenn man nicht wirklich Resident Evil Fan ist, wie ich halt. Ja, ja, also die Sache ist natürlich, von der Qualität her ist es so eine Sache. Also das Schöne bei den Dingern ist halt, sie passen in das Spieluniversum rein. Was halt nicht wie diese Realfilme so eine komplett abweichende Geschichte, sondern sie machen irgendwie auch einigermaßen Sinn, so im Kontext auch der Spiele. Und von daher, wenn du an den Spielen Spaß hast, dann wirst du da wahrscheinlich auch deinen Spaß mit haben. Aber die Sache ist so, von der Qualität her, es sind halt nicht wirklich die schönsten animierten Filme. Sie sehen halt aus, ich weiß, dass Leon im Leon hat im ersten Film so ein Babyface. Im zweiten sieht er dem Sechser eher ähnlich, was mir auch besser gefällt tatsächlich vom Look her. Ja, der zweite animierte Film, der ist auch noch mal irgendwie qualitätsmäßig, hat er so einen kleinen Sprung nach vorne gemacht. Er sieht noch einen Ticken besser aus, aber gerade der erste, wenn du den siehst, dann denkst du dir so, so für die optischen Schauwerte guckst du das jetzt nicht unbedingt. Ja, ja. Es ist interessant, dass einige Studios das machen. Ich weiß nicht, von wem das direkt ausging, aber es gibt auch einen Tekken-Animationsfilm, der dann halt wirklich in dieser CGI-Cutscene-Optik der Spiele gerendert wurde. Ich hatte letztens gesehen, oder war es sogar heute Morgen, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es vor ein paar Tagen war. Es gibt von Marvel
zu 4 Serien so eine Animationsding von Blade, von X-Men, Iron Man und Wolverine. Haben die so kurze Animationsserien gemacht. Das wurde dann irgendwie von Madhouse gemacht und... Ja, Anime-Serien, genau, das habe ich auch gesehen. Ja. Und die sind, glaube ich, sogar bei uns erschienen auf DVD. Ich glaube schon. Ich habe mal aber in den Trailer reingeguckt. Es sieht nicht so doll aus. Ich habe mir das dann angeguckt und dachte mir so, okay. Weil erst dachte ich mir, oh, du hast ja was verpasst und das ist bestimmt voll geil. Und da habe ich dann so mir so ein paar Szenen dazu angeguckt und dachte mir so, ja gut, okay. Also wenn du mal Langeweile hast, kannst du das mal angucken. Aber das... dann hab ja, ich mir vor Wolverine allem sieht aus wie ja, ein... Wolverine sieht aus wie ein Bishonen, ja, obwohl er in den westlichen Comics... Und deswegen mag ich zum Beispiel... wie heißt der Schauspieler nochmal? Meinst du jetzt hier Hugh Jackman? Hugh Jackman. Ja, genau. Ich finde, dass er so gar nicht auf... Also vom Gesicht her ja, aber vom Körperbau überhaupt nicht. Wolverine darstellen kann. Weil Wolverine ist halt irgendwie schon ein Biest. Ja, ja. Und das ist Hugh Jackman halt... Nur im Gesicht, wenn er halt diese Zottelfrisur hat und den das Bart. Das stimmt. Vom Gesicht her, finde ich, passt er wirklich gut. Aber vom Körper ist er zu lasch. Und wir haben gerade Killer 7 aufgenommen. Und da haben wir über Schlösser gesprochen. Und hier nochmal das Beispiel. Chris macht das mit dem Messer. In Killer 7 musst du das knacken mit einem bestimmten Charakter. Ja, das stimmt. 1-0 für Chris. Ja, der ist ein bisschen fitter. Das muss ich ihm ja lassen. Naja, was halt diese Marvel-Animationsserien angeht, auch der Plot, also ich habe mir da mal durchgelesen, was da passiert, und aus irgendwelchen seltsamen Gründen verschlägt sie dann immer natürlich nach Japan und da erleben die irgendeine komische Geschichte. Ach, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie keinen Reiz. Das ist wie mit den Amis, weißt du, wenn die Japaner was machen, muss das immer irgendwie in Japan spielen. Ich meine, selbst wenn die Serie mal in Europa in Anführungszeichen spielt, haben die dann Kotatsu und ein Onsen und du fragst dich nur, was, das ist dann niemals Europa. Und die Amerikaner machen das halt auch, dass das alles amerikanisiert werden muss. Boah, das ist ja das Schlimme, ich finde das bei den Filmen so schlimm, dass immer wenn irgendein asiatischer Film so einigermaßen erfolgreich ist, dass die Amerikaner noch eine amerikanische Fassung machen müssen, damit das auf deren Markt funktioniert. Ich meine hier, wie hieß er denn jetzt nochmal? Ich komme auf den... Vielleicht meinst du Oldboy, weil ich habe da gestern auch die Blu-ray von gesehen. Der ist wohl mittlerweile auch schon auf Blu-ray. Oldboy und The Raid 2 habe ich ja vor kurzem gesehen und da soll es auch irgendwie noch ein amerikanisches Remake zu geben. Wo ich mir auch frage, was soll das? Aber naja. Ja, ach Gott, wie gesagt, die sind da sehr, sehr steif. Ich meine, wir in Europa haben ja auch eine bunte Filmkultur halt, vor allem mit dem französischen Film. Und, aber wir nehmen alles. Ja, vor allen Dingen, wir sind uns dann auch nicht zu fein, dann irgendwie dann auch mal Sachen zu gucken im Originalton, die dann halt eben nur untertitelt sind. Das machen wir auch mit und ich glaube, Amerikaner haben damit ganz große Probleme. Ja, oh Gott, also wir sind zwar auch Meister in schlechten Dubs, aber die übertrumpfen sogar uns. Ja, also manchmal gibt's echt Synchros, die sind echt nicht mehr feierlich. Ich meine, ich habe so manchen Anime auch im Englischen geguckt und es gibt einige Sprecher, die sind okay, aber ich habe auch schon Sachen gesehen, wo ich mir echt gesagt habe, so nee, das geht überhaupt nicht, das geht nicht, das tut einfach nur in den Ohren weh. Ja, das ist halt das, weshalb ich Animes einfach vom Grundprinzip her schon nicht mehr auf Englisch gucken kann. Ich mag's zum Beispiel nicht, wie sie den Namen aussprechen. Die veramerikanisieren halt immer von der Tonlage her die Namen. Und da haben wir Deutschen tatsächlich Glück, dass das relativ ähnlich klingt. Mhm. Von der Aussprache der Namen her zumindest. Und auch wir sprechen nicht alles richtig aus, aber unsere Trefferrate ist da besser als die der Amis. Wobei, wie gesagt, es gibt ein paar positive Beispiele. Also Hellsing Ultimate kann man sich auch wunderbar im Englischen angucken. Also das ist schön. Auch im Deutschen, tatsächlich. Ja, stimmt. Muss man auch sagen. Ich meine, die Japanische geht auch davor, weil Norio Wakamoto den Priester da spricht. Aber... Ja, aber da haben sie wirklich mal gute Arbeit geleistet, was dann halt die ganzen Übersetzungen angeht. Also ich finde, das ist ein schönes, positives Beispiel. Ja, ich hab leider jetzt nur die erste auf DVD hier, aber die gucke ich auch gerne auf Deutsch, tatsächlich. Ja, und da ist jemand gestorben. Ja. Es ist sehr traurig. Ihr merkt traurig. Schon, Dramatik pur. Kurt, do you copy? We got the data, but Alpha Team is down. Riven got away. Ah, stimmt, gegen dieses komische Vieh, was man da abfackeln muss, haben wir ja noch gar nicht gekämpft. Da kommt ja auch noch... Ja. Es kommt bald schon, ne? Ja, sieht zumindest so aus. Von der Umgebung her. Das war auch eine Freude. Aber ich glaube, das haben wir noch ganz gut hinbekommen.
Ja, wobei ich glaube, dass wir einmal durchlaufen mussten, weil wir einmal zu spät irgendwie das aktiviert haben. Das kann sein. Ja, ihr habt vorhin vielleicht gesehen, dass ich die Shotgun aufgenommen habe. Wir haben uns auch bei den Waffen abgesprochen, wer was nimmt. Also das ist nicht so, dass ich gesagt habe, wer zuerst kommt, mal zuerst und ich bekomme jetzt die ganzen geilen Waffen. Wir haben uns schon abgesprochen, wer was genau bekommt. Ja, du hattest jetzt die Schrotflinte bekommen, dafür nehme ich, glaube ich, später die MP. Und ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir uns mit dem Scharfschützengewehr geeinigt haben, das weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, das hattest du genommen. Kann sein. Glaube ich. Aber ich bin mir da leider auch nicht sicher. Oh ja, ich glaube, jetzt geht es in den Keller runter. Oh ja. Zum Dingsmonster. Trevor, komm, nach unten. Ab in den Keller. Juli 19... Oh, das war zu kurz. Ja, die Ladezeiten sind ein bisschen zu kurz, um das durchzulesen. Ja. Aber gut, ja. Im nächsten Part gucken wir mal, wie der Keller hier ausschaut. Ja.